Ich habe euch lange nicht mehr im Intro beleidigt und ein Abonnent hat mir diese Nachricht geschickt und ich habe nachgeschaut und es stimmt. Deshalb lehnt euch zurück und gönnt euch ihr südostargentinischen Langschwanzwürger. Habt ihr was wieder? Willkommen zu einem neuen Video von mir. Das wird eins der lustigsten Videos, wirklich. Bitte, wenn es euch gefällt, dann sagt es mir. Dann mache ich mehr davon. Ich habe zwei ganz spezielle Freunde. Einer heißt Momo. Danach Minecraft Sexmod installieren in VR. Boah. Und einer heißt Basti. Hör mal auf, Junge, bist du krank? Basti ist ein bisschen hyperaktiv. Der Clip dort war aus seinem letzten Video. Basti ist auch Creator und wirklich underrated. Viel mehr Leute sollten seinen Stuff sehen. Sowas wie das aus dem Video. Oh mein Gott, Alter, sind 300 Fans. Ich lande bei Perky. Hey, what's up, Perky? Perky! Feindliche Drohne aktiv. Perky! Du kleiner... Und das war nur der Anfang. Also gönnt euch dieses wirklich Premium-Video nach diesem Video. Ich hab's unten verlinkt. Schaut es euch an, wirklich. Lasst dem Typen mal ein Abo da. Geht mal auf seinen Kanal. Schickt ihm mal Herzen von mir. Grüßt ihn. Schaut euch die letzten Videos an. Das wird euren Nachmittag, Abend, wann auch immer ihr das schaut, bereichern. Basti ist hyperaktiv und Momo ist der Dumme der Truppe, weil er etwas sagt. Und bitte, es wird sich jetzt in diesem Moment rausstellen, ob ihr normal im Kopf seid oder nicht, okay? Ich will nach dieser Diskussion eure Meinung hören, ob das ein Dürüm ist oder ein Rollo. Momo meint Rollo. Schaut es euch an, ich dreh durch. Das Ding wird einfach nur gerollt und irgendein dummer Sohn hat irgendwann gesagt, Rollo. Da sind noch andere Sachen drin und zum Beispiel Käse und so ist da noch drin. Schafskäse kannst du ja auch bei normalen Dürüm reinmachen. Nicht Schafskäse, so geschmolzener Mann, Käse. Ja. Was? Ja, ist jeder Cheeseburger ein Cheeseburger. Ja, sobald Käse drauf ist, ist es ein Cheeseburger. Ja, aber sobald was anderes noch mit draus ist... Ist kein Cheeseburger mehr. Ja. Ja, was ist jetzt dein Punkt? Wo ist der Unterschied zwischen einem Dürüm und einem dummen Rollo? Sag es mir. Sag es mir, Momo. Sag es mir. Da sind andere Sachen drauf. Ja, und aber kann man auf dem Dürüm andere Sachen drauf machen. Irgendein Bastard hat es Rollo genannt. Auch der Begriff Rollo wird in einigen Regionen in Deutschland als Bezeichnung für den Dürüm verwendet. Diskussion beendet. Ja, die haben keine Ahnung. Du kannst nicht alles glauben, was im Internet steht, Digga. Aber dem einen Dönermann glauben, den du in Bremen fragst. Momo, du tust so, als wäre der Dönermann irgendeine Fakultät, irgendeine Universitätseinrichtung. Also es ist ein Dönermann, der das sagt. Und du tust so, als hätte er irgendwie das Wort geschafft. Okay? Du tust so, als wäre Moses und würde irgendwelche Gesetze brechen, Digga. Es ist ein Dönermann. Digga, ich hab Paketverlust. Basti. Mhm. Sag bitte was. Nee, ich bin zu alt für sowas. Ich hab's in Coburg mal gemacht und ich hab einen Dürüm bekommen. Was erwartest du denn? Dass der Mann irgendwie so ein Goldnugget rausholt? Bis jetzt hast du nur Käse gesagt. Was denn noch? Was ist außer Käse drin? Ist in dem Rollo dasselbe Fleisch wie im Dürüm? Ja. Ist dasselbe Brot? Weiß ich. Das kann, glaube ich, echt sein. Ohne Scheiß. Das kann wirklich echt sein. Das Ach, laber nicht. Ist dieses Lava. Ohne Scheiß. Nein. Ja, okay, Bro. Die nehmen Schlangenhaut. Die wickeln das in Schlangenhaut, ey. Schlangenhaut. Das muss doch einen Sinn haben, dass es 1 Euro auch mehr kostet. Nein, weil die Trottel wie dich abziehen. Vielleicht wird das anders in den Ofen warm gemacht und so. Was? Wie soll er denn Ofen anders benutzen? Bremer Spezialität, sag ich ja. Er tut so, als würde die ganze Welt wissen, dass Bremen Rollos hat, wie München irgendwie Brezeln oder so. Momo, andere Frage noch. Welche Soßen? Boah, ich bin nicht so der Schafesser, aber nur Tzatziki. Cocktail fühle ich neu. Ach. Sag nicht, es gibt Cocktailsoße da an dem Laden. Ja, Diskussion. Nein, Diskussion. Junge, Diskussion vorbei, wirklich. Nein. Keine Legitimation mehr. Nein, wenn Laden Cocktail nicht. Wenn Laden Cocktailsoße anbietet, dann ist wirklich. Tzatziki, das reicht. Wie? Gar keine Kräutersoße? Kräutersoße? Gibt es nicht? Tzatziki, oder nicht? Ja, perfekt, okay. Basti, bitte sag, als unparteiischer Diskussion beendet, oder? Ich frag Kräutersoße, er sagt, ist doch Tzatziki. Ich hab alles gehört, ich hab gar keinen Bock mehr. Was ist doch, da sind noch Kräuter drin, oder nicht? Und Tzatziki. Tzatziki und Kräutersoße. Was ist der Unterschied da jetzt? So, ich will es geklärt haben in den Kommentaren. Auf Twitter habe ich eine Umfrage gemacht. Die meisten Menschen sind normal. Ich hoffe, ihr in den Kommentaren auch. Ich teste, was für eine Verbindung wir zueinander haben. Auf jeden Fall haben wir dann Haptik sagt, Sifu sagt, Cyrix sagt gespielt. Also Regeln für Dumme erklärt. Wenn ich sage, Haptik sagt, lauf dahin, dann muss man hinlaufen. Wenn ich sage, lauf dahin, dann soll man nicht hinlaufen. Immer erst, wenn ich Haptik sagt, sage. Uraltes Format auf YouTube. Und wir haben das gespielt. Und auch da hat sich Momo als der Dumme herausgestellt. Sifu sagt, folgt mir alle. Sifu sagt, stell dich an der Bande alle in einer Reihe auf. Warte, Basti. Was denn? Ich habe meine Klasse nicht geändert. Digga, Momo. Wo ist Momo? Ich will nicht wieder sterben. Ich bin als erstes, bitte. Sifu fragt, wer dafür ist, dass Momo stirbt, legt sich hin. Ey.
ja, beim ersten Mal haben wir Sifusat gespielt, der Typ, den ihr auschecken solltet. Und ich habe relativ gut abgeschnitten. Spring mal einmal. Oh, wer von euch war das? Ich bin der, der hier springt und ich bin nicht gesprungen, gebe ich dir mein Wort. Sicher? Ich habe sogar Aufnahme, ich kann die Aufnahme zeigen sogar. Okay, okay, ducken. Sifo sagt, stell dich bei dieser Garagentür in eine Reihe. Der letzte Nachzügler. Sifo sagt, du bist Spieler 1 von diesem Team. Stell dich hier an den Tresen und guck in Richtung das. Okay, Sifo sagt, sobald mein Schuss ertönt, müsst ihr euch gegenseitig umbringen. Der Gewinner lebt. Sifo sagt, Gewinner, komm mit. Von diesem Team bitte ein Spieler. Sifo sagt, komm bitte mit. Sifo sagt, auf meinen Schuss geht es los. Das ist jetzt peinlich. Stehen bleiben. Oh, ich bin so aufgeregt, ich werd's gewinnen, ich werd's gewinnen. Sifo sagt, auf meinen Schuss geht es los. Okay, Jen mit dem aggressiven Approach gegen Okan. Oi, oi, oi. Wer macht jetzt den Move? Jen sehr aggressiv, Okan immer noch in der Spawn-Base. Okan versucht jetzt hier gegen Top G. Oh, Top G mit dem aggressiven Push. Ja! Ich hab bei Basti gewonnen, Digga, als ob ich's gewonnen hab. Was? Digga, Momo war einfach Letzter und ich Erster. Wir haben beide Enden abgedeckt, Basti. Ja. Und jetzt spielen wir Haptik sagt, okay? Also aus meiner Perspektive. Gönnt euch jetzt dieses lustige Video. Einfach Spaß haben im Gaming. Dafür lebe ich, Leute. Es hat so unfassbar viel Spaß gemacht. Lasst ein Like da, wenn es euch gefällt. Und viel Spaß. Also, wenn ich sage Haptik sagt, dann müsst ihr drauf hören. Wenn ich nicht Haptik sagt sage und ihr bewegt euch trotzdem oder führt es trotzdem aus, dann seid ihr tot. Wir treffen uns in der Mitte der Map. Ich könnte jetzt eigentlich schon alle töten. Ja, mach. Warte, stopp, ey! Alle, Haptik sagt, alle bleiben stehen. Du im Tunnel, Haptik sagt, komm her. Du mit dem Bart und dem Weihnachtsmütze, das ist doch einer von meinen Jungs, komm her. Digga, Momo, es ist unfassbar, ich schwöre, wie kann man so rein? Geil, scheiß drauf, Digga, ich hab keinen Bock mehr, Digga. Ich hab so keinen Bock mehr, Digga. Das ist so ein Scheißspiel, Digga. Digga, Momo. Heftig sagt, alle, die jetzt nicht in die Mitte gekommen sind, bleibt stehen, wo ihr seid. Ihr überlebt erstmal und alle anderen, die hier stehen. Digga. Legt euch hin. Okay. Nein, stopp, bleib stehen. Haptik sagt, du, den ich gerade anschaue, komm hierher. Haptik sagt, guckt die anderen alle an. Haptik sagt, stellt euch hier in einer Linie auf und schaut ihn an. Haptik sagt, holt eure RPG raus. Okay, Squad, wenn ihr bereit seid. Haptik sagt, exekutieren Sie diesen Mann! Und genau, weil ihr jetzt gehört habt, habt ihr alle überlebt. Haptik sagt, die restlichen auf der Map kommen bitte in die Mitte der Map. Digga, Momo fliegt als Erster raus. Ich war's wohl, Digga. Wieso mich, Digga? Wieso mich? Du wusstest, dass das wird. Okay, komm mit. Du ganz links, komm mal kurz. Haptik sagt, kommt mit. Stopp. Haptik sagt, der im Burger Town T-Shirt. Tschüss. Haptik sagt, kommt alle wieder in die Mitte der Map. Stopp. Haptik sagt, stellt euch alle an diese Mauer hier. So, jetzt erstmal eine Kontrolle, ob jeder dieselbe Klasse dabei hat. Haptik sagt, wechselt auf eure Primärwaffe, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Okay. Haptik sagt, wechselt auf die Sekundärwaffe. Schießt einmal in die Luft. Ah! Ich hab's gesehen, King Beast, wie du noch nachgeladen hast. Du ganz links, komm mal mit. Oh, ihr seid gut, okay, ihr lernt dazu. Hätte ich gesagt, springt. Springt. Komm mal kurz raus. Okay, jetzt bist du wirklich tot. Ich wollte dir noch eine Chance geben, aber du hast verkackt. Du, den ich gerade anschaue, komm mal kurz mit. Hätte ich gesagt, du, den ich anschaue, komm mal mit. Stell dich an diese Linie. Hä, du
hätte ich gesagt, komm mit und stell dich auf diese Linie. Nein, 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 stell dich an diese Linie. Das sind zwei unterschiedliche Nein, Befehle. Hätte ich gesagt, komm mit, stell dich an diese Linie. Oh, das ist so Fraud, Digga. Hätte ich gesagt, du, den ich anschaue, komm mal mit. Stell dich an diese Linie. So Fraud. Was, die? Du sagst, Sifo, hätte ich gesagt, komm mit und dann sagst du, stell dich an die Linie. Ich dachte, es ist derselbe Befehl. Nein, da war ein Abstand dazwischen. Ich sag, hätte ich gesagt, komm mit. Oh, Digga. Stell dich an diese Linie. Nuttensohn. So, du in dem LA Thief Skin. Komm du mal mit. LA Thief Skin, komm mit. Aha. Heptik sagt, stell dich an diese Linie, wo Basti gestorben ist. Heptik sagt, du wirfst, wenn ich den Befehl ausführe, eine Granate durch dieses Fenster. Du musst dieses Fenster treffen mit deiner Granate. Heptik sagt, wirf die Granate in das Fenster. Was war das denn, Digga? Das war einfach komplett falsch. Heptik sagt, der, den ich gerade anschaue, komm mit und stell dich an diese Linie. Das ist ein Befehl. Heptik sagt, wirf die Nate in das Fenster. Perfekt. Digga, ich schwöre, ich bin nur mit Idioten in einem Team. Digga, ich sag, wirf die Nate ins Fenster. Er schießt eine Herbig. Heptik sagt, wirf die Nate in das Fenster. Ja! Heptik sagt, stell dich an die Linie und wirf die Nate in das Fenster. Heptik sagt, wirf die Nate in das Fenster. Digga, ich schwöre es. Digga, du hast die ganze Lobby verloren bei dem Spiel. Heptik sagt, wirf die Nate in das Fenster. Ich ahne Schlimmes. Okay, sehr gut. Ihr habt ja jetzt eine Ausrüstungslieferung. Heptik sagt, falls das stimmt, springt ihr. Okay. Heptik sagt, stell dich auf diese Schwelle hier. Heptik sagt, du, den ich gerade anschaue, stell dich hier zur Seite und bleib hier stehen und warte. Heptik sagt, bleib hier stehen. Heptik sagt, du wirfst jetzt von hier deine Ausrüstungslieferung auf die andere Person, zu der ich gerade laufe, und versuchst so, ihn zu killen, indem deine Ausrüstungslieferung auf ihn rauffällt. Heptik sagt, los, wirf. Na, vielleicht, wir hoffen, vielleicht rollt's ja, LA Thieves. Er weiß schon, was auf ihn zukommt. Okay. Heptik sagt, dasselbe gilt jetzt für dich. Du hast einen Versuch, du darfst deine Ausrüstungslieferung auf ihn werfen und darfst ihn damit killen. Heptik sagt, los. Oh. Oh, no. Ah! War näher dran. Heptik sagt, wechsel auf deine Primärwaffe. Bleib stehen. Ah! Du kommst nicht mit. Wie geht's euch so? Wenn's euch gut geht, dann nickt. Heptik sagt, dreh dich wieder um. Zeig! Du hast gewonnen, Digga! Let's go! Als ob er so down geht am Ende. Ja, das war die Runde. Es hat unfassbar viel Spaß gemacht. Checkt die beiden Jungs unbedingt aus. Die machen sehr guten Content. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da oder einen Kommentar. Und wir sehen uns im nächsten Video, ihr kleinen südvietnamesischen Spitzmausfallen. Bis dahin, haut rein!